Und damit willkommen zurück zu Stranded Deep. In der letzten Aufnahme haben wir angefangen, den ganzen Kram, den wir auf dieser Insel erbeutet haben, von A nach B zu transportieren. Damit wird es jetzt erstmal weitergehen. Moment. Inventory. Da ist Inventory. Ich war kurz irritiert. Ich habe auf I für Inventar gedrückt, aber das war hier ja Tab. Okay, wir haben ein volles Inventar. Stimmt, in der letzten Folge wollten wir ja zurückrudern. Aber da kam ja das Wetter in die Quere. Das bedeutet, wir müssen, ich gucke kurz auf meinen Pfeil, zu dieser Insel dort hinten. Dann mal los. Stimmt, da kam ja plötzlich Nebel auf und wir konnten auch in letzter Sekunde zurückrudern. Jetzt fällt es mir wieder ein. Boah, nicht aus dem Boot hebeln. Jetzt gerade Nacht, es scheint ein bisschen zu dämmern. Schauen wir mal. Ich war noch mit mir im Hadern, ob ich nicht vielleicht doch schnell offscreen alles von A nach B schaffe, um den Fluss hier ein bisschen aufrecht zu erhalten, aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Es macht zwar nicht wirklich Spaß, hier einfach nur stumpf hin und her zu rudern, aber es gehört zum Spiel einfach dazu. Von daher, okay, es wird definitiv Nacht. Dann trifft sich das ja ganz gut. Dann sind wir gleich in unserer Heimatinsel, können eine Runde schlafen und dann ausgeruht und frisch weiterrudern. Jetzt wäre die Sichtverhältnisse gerade sehr schlecht. Ich ruder einfach mal stumpf geradeaus und hoffe und bete, dass ich am Zielort ankomme. Das sieht vielversprechend aus. Hier haben wir schon mal gekauft. Wir müssen dringend ein Tabula Rekla finden, dann können wir uns das Moped bauen. Das würde ich ganz gerne einmal zeigen, auch wenn wir es aufgrund der Lautstärke definitiv nicht verwenden werden, weil das ist so übersteuert. Da versteht man den Rest vom Spiel nicht mehr. Ja. Hi. Ich fürchte ja. Na, wo bleibt die Musik? Doch kein Hai? Ich kann es gerade echt nicht erkennen. Ich dachte, da wäre ein Hai. So, laufen die Gefahr, über Nacht zu verhungern? Möglicherweise. Okay, das ist auf jeden Fall eine Menge Holz. Damit können wir arbeiten. Wo ist das Werkzeug? Habe ich das Pocket Knife hier liegen lassen? Nein. Okay. Ich weiß jetzt, dass wir schon in Verwendung hatten. Das oder... Das ist schon in Verwendung. Sieht man hier sehr gut den Balken. Orange. Die Haltbarkeit? Ach, steht sogar die Haltbarkeit bei. Moment. 56% Gravity Haltbarkeit. Okay, das Ding hält also noch einen kleinen Moment. Schlabbern. Und wieder klein hacken. Man kann übrigens auch... Ach, ich zeig das gleich einfach mit der einen Kokosnuss. Das mache ich aber bei Tageslicht, da sieht das eindrucksvoller aus. Moment. Schnell ein bisschen reinpfeifen, dass wir über Nacht nicht verhungern. Sesam tue ich öffnen. Und gute Nacht. Schlafen. So, Taschenlampe kann aus. Kleines Flashgewitter zum Wachwerden. So, habe ich die Kokosnuss, habe ich hier gegessen. Oh, die Potato-Plane kann mal wieder abgeerntet werden. Das tun wir doch gleich. Ich meine, wir prüfen mal kurz alles, was abgeerntet werden kann. Ich meine, wir hatten zwei Potato-Plans und zweimal
Jucker. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Das waren die Potatos. Wo standen jetzt die Juckerteile? Da muss ich echt mal mich darauf konzentrieren, dass ich die regelmäßig abernte. Weil es ja verschenktes Material ist, wenn man es nicht tut. Wachsen so langsam nach, da kann man das Zeug echt horten. Waren drei, okay. Irgendwie standardmäßig 2 bis 3. Ach, so noch eine dritte Kartoffelpflanze. Hat irgendwie standardmäßig 3 Kartoffel und 3 Yucca auf einer Insel, habe ich zumindest das Gefühl, dass es ungefähr immer so ist. Muss ich doch eigentlich gar nicht essen, haben doch. Warte, Kokosnüsse verköstigt. So, Lashings kommen hier hin. Zack, 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 zack. So, obwohl das wollte ich ja gar nicht benutzen. Ich wollte ja zeigen, dass es noch einen anderen Weg gibt, die Kokosnuss zu öffnen. Und zwar, ich muss noch gucken, welcher Bereich sich dafür am besten anbietet. Ich denke mal, hier ist gut. Und hopp. Knack, da ist sie offen. Man braucht also tatsächlich kein Werkzeug. So, da ist wieder ein Hai. Wollen wir wieder auf Haijagd gehen? Irgendwie habe ich Bock. Aber es ist ein Hammer, Speer. Ein Taschenmesser kriegen wir den definitiv nicht. Kannst du ja mal mit dem Speer probieren. Wenn er uns zerfleischt, laden wir einfach neu. Hi, hi. Freundchen. Kommt er nicht? Bin ich zu weit ins Wasser raus, dass wir uns an Land retten können. Kollege. Der ist weg. Ich gehe jetzt aber ganz bewusst nicht mit dem Rücken zum Meer zurück. Falls der auf die Idee kommt, sich anzuschleichen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht spontan einem Haiangriff zum Opfer fallen. Also ich zumindest nicht. Okay, das dauert mir zu lange. So, nur gefehlt, dass er genau in dem Moment angeschissen kommt. Oh, da hinten ist er wieder. Wir treffen uns noch, Freundchen. Wir treffen uns noch. Das wird für dich nicht gut ausgehen. Wir haben aber erstmal ein paar knusprige Haisteaks, die komischerweise immer noch frisch sind. Der Fisch hier hinten hält auch immer noch frisch. Gut, die Insel war die erste, die wir abgearbeitet haben. Da müssen wir hin. Wie steht's am Hunger? Sieht vortrefflich aus. Nicht umstellen. So. Safe. Um auch nochmal sicher zu gehen. Oh, verflixt. Er hat uns nicht gesehen, er hat uns nicht gesehen. Er hat uns gesehen. Scheiß Haar. Oh, verflixt. Das könnte eine äußerst unterhaltsame Fahrt jetzt werden. Mein Herz. Zu viel Adrenalin ist nicht gut. Wir müssen die Haie echt mal dezimieren. Das geht so nicht. Die sind weg. Kann man Gott sei Dank immer eine Musik erkennen, wenn tatsächlich keine bedrohliche Musik hier ertönt. Ist auch kein Hai in der Nähe. Da kann man sich tatsächlich sehr gut drauf verlassen. Also die können sich nicht spontan anschleichen. Das geht Gott sei Dank nicht. Oh verdammt, es wird neblig. Okay, eventuell müssen wir gleich neu laden. Ja, ihr seht schon, was das Problem ist. Das Wasser fließt so ein bisschen schräg nach links und es ist unglaublich schwer, dann geradeaus zu paddeln. Sehe ich da was im Nebel? Ist, glaube ich, was. Ach, da ist ein Schiffswrack. Okay, wir haben es noch im Nebel geschafft, die Insel zu erreichen. Das ist sehr beruhigend.
Blöde ist nur, wir können jetzt nicht weg, solange es hier neblig ist. Ja, alles an Stöckern noch mitnehmen. Haben wir noch Platz? Wir haben noch sehr viel Platz. Das ist vortrefflich. Die kommt auf jeden Fall mit. Und Nahrung kommt mit. Oh, hat genau gepasst. Das ist ja hervorragend. So, ihr seid jetzt mal live dabei, wie ich den Save-Quit-Reload-Trick verwende, um das Wetter wegzukriegen. So, gespeichert haben wir. Einmal schnell ins Menü.